Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dein Gegenüber. Und zwar, wie steht er oder sie jetzt zu dir? Ich schaue mir das Ganze an für deinen Gegenüber und du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass nicht alles, nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist jetzt hier, die Legung hast du gefunden und deswegen warten hier wichtige Informationen auf dich. Ich lege heute das Paulina Tarot. Alle Infos dazu unten in der Infobox und ich fange einfach mal an. Wie steht dein Gegenüber jetzt zu dir? So. Und ich habe hier die 8 der Kelche. Das wird ein langer Weg. Ja, das sagen die Karten, das wird ein langer Weg. Das ist nichts, was irgendwie so ganz kurz sein wird. Und dein Gegenüber weiß, dass die Situation mit dir Geduld erfordert, dass die Situation mit dir Zeit braucht und zum Beispiel dein Gegenüber, der ihm ist jetzt bewusst, dass vielleicht erst jetzt bewusst geworden ist, dass etwas sich ändern muss. Etwas muss sich verändern, ansonsten geht das nicht. Entschuldigung. Und was dein Gegenüber jetzt so realisiert hat, ist, dass man vielleicht sogar einiges aufgeben muss, ja, zugunsten von dieser Verbindung, zugunsten, ja, dass sich einfach das Ganze mit dir entwickeln kann, dass das vielleicht sogar überhaupt in die Gänge kommen kann, ja, oder das kann auch hier so sein, dass du und dein Gegenüber, ihr seid irgendwo stecken geblieben. Ja, und es geht nicht weiter. Und es kann nur weitergehen, wenn einiges sich ändert, wenn man so seine Einstellung ändert, wenn man einen anderen Weg geht. Ja, und das dämmert deinem Gegenüber jetzt. Beziehungsweise er oder sie weiß es jetzt ganz genau, dass das sein muss. Ansonsten geht es nicht weiter. Und diese Schritte, die führen über eine Brücke hier. Also, das ist schon etwas komplett anderes, wie man das alles jetzt gestalten sollte und gestalten muss, damit es weitergeht. Und dein Gegenüber will es ja, dass es weitergeht, weil er ist ja schon hier auf dem Weg. Ja, er befindet sich sozusagen am Anfang oder mittendrin auf diesem Weg. Und ich habe bei deinem Gegenüber hier einen Hasen an der Seite und hier ist ein Schmetterling. Also dein Gegenüber wird geführt und hat auch noch einen Begleiter. Vielleicht hat dein Gegenüber einen Hund, ja, vielleicht eine Katze zu Hause. Es kann sein, dass es auch ein guter Freund ist, ein bester Freund, ja. Und da ist jemand an seiner oder ihrer Seite und zudem noch wird dein Gegenüber geführt. Hier durch diesen Schmetterling, also so... es werden ihm oder ihr so Zeichen geschickt, ja, auf diesem Weg, damit man von diesem Weg nicht abkommt. Also das ist schon mal gut hier, ja. Aber ich schaue weiter. Die 2 der Schwerter. Ja, was abgelegt werden sollte, hier von seitens deines Gegenübers, ist diese, ja, Zurückhaltung. Ja, Zurückhaltung, beziehungsweise auch dieser negative Mindset.
Beziehungsweise diese Gedanken, die einfach einem den Weg versperren, die kommen immer wieder und dein Gegenüber wird immer wieder zurückgeworfen in diesem ganzen Prozess. Und deswegen hier auch diese Karte, dass man das auch endlich sein lässt. Das können Zweifel sein, das können Zweifel an sich selbst sein. Immer wieder sich selbst in Frage stellen, die Vorgehensweise in Frage stellen, immer wieder sich vielleicht auch zurückziehen. Und ja, das ist, weil das ist auch manchmal die Karte des Rückzugs. Und es kann sein, dass dein Gegenüber sich auch immer wieder zurückzieht. Du hörst nichts von ihm, du siehst nichts von ihm. Oder es ist einfach so eine emotionale, so ein emotionaler Rückzug. Ja, einfach sich innerlich in sich verkriechen. Dein Gegenüber ist zwar anwesend, ja, körperlich, aber irgendwie geistig abwesend. Das könnte auch so in die Richtung auch gehen. Einfach für dich nicht ansprechbar, beziehungsweise nicht ansprechbar in dieser Art und Weise, wie er so sein sollte, ja, unter normalen Umständen. Das kann hier auch so gesehen werden in den Karten, dass du zu deinem Gegenüber nicht durchdringen kannst. Irgendwie, du hast vielleicht schon alles versucht, aber das dringt zu ihm nicht durch, ja. Und jetzt ist es aber so, dass dein Gegenüber das merkt, dass er oder sie da blockiert oder irgendetwas verdrängt, irgendetwas nicht wahrhaben möchte. Und da wird jetzt dran gearbeitet. Stellt sich dem Ganzen genau auf den Weg, ja, weil das taucht auf diesem Weg von deinem Gegenüber und man muss sich einfach dem stellen. Es geht nicht einfach anders. Und das ist auch hier diese Brücke. Man sollte drüber hinweggehen, das einfach hinter sich lassen, diese Verhaltensweisen, ja, die dein Gegenüber so irgendwie so Verdrängungsmechanismen, ja, er oder sie denkt, dadurch wird's besser für ihn zumindest, ja, kann auch so ein bisschen egoistisch sein, könnte hier so ein bisschen auf Egoismus hindeuten. Also ich komme an erster Stelle und erst danach kommt alles andere. Das könnte hier auch so ein Zeichen dafür sein. Und so kommt man eine Weile durchs Leben, beziehungsweise so kann man auch sogar eine Weile in Bezug auf die Liebe weiterkommen. Aber dann ist sozusagen so Stopp und es geht nicht weiter. Und genau an dem Punkt befindet sich momentan dein Gegenüber. Es dämmert ihm zumindest. Ja, sagen wir mal so. Der Wagen. Ich glaube, in meiner letzten Legung kam auch der Wagen. Ja, das ist hier Aufbruch. Es geht weiter, beziehungsweise es geht überhaupt. Ja, jetzt. Das ist hier Schritt für Schritt. Der Wagen normalerweise, das ist so eine Aufbruchsstimmung. Man möchte viel und schnell, also schnell und vieles erreichen. Auf dem einfachsten Wege, auf dem direkten Wege. Aber so wie mir die Karten hier dargestellt werden, so einfach wird es nicht für deinen Gegenüber. Dein Gegenüber möchte sich in diese ganze Situation mit dir hin. Ja, kopfüber hineinstürzen. Möchte auch irgendwo, was ich hier so sehe, raus aus seiner oder ihrer Haut. Ja, und das geht nicht, das geht nicht. Aber ich habe das hier so einfach das Ganze hinter sich lassen, ohne zurückzublicken und aus den Augen, aus dem Sinn. Und jetzt beginnt das Neue. Es geht aber nicht, weil da ist ja schon eine Geschichte, ja. Und man kann das einfach nicht so vergessen. Man kann es vergeben, ja, aber man kann nicht vergessen. Und genau das ist hier nämlich das Problem bei deinem Gegenüber. Dass er oder sie sich das so vorstellt, sich das Ganze so wünscht, dass diese Vergangenheit einfach aufhört zu existieren und man fokussiert sich komplett nur darauf, was jetzt ist und beginnt sozusagen eventuell jetzt noch von neuem, ja?
Das ist kompliziert, das ist schwierig hier in dieser Legung. Das ist höchstwahrscheinlich auch schwierig für dich, das einfach so was war abzutun, zur Seite zu legen und gar nicht mehr zu beachten, ja? Weil in gewissen Momenten kann ich mir das hier schon so vorstellen, dass er so hochkommen könnte und wieder zum Thema werden könnte, wenn du eine Vergangenheit mit deinem Gegenüber hast. Also wenn da schon was vorgefallen ist, ja? Und es ist schwierig, weil es ist hier ein Spagat notwendig. So sieht das auch dein Gegenüber. In dieser Verbindung, da ist die hohe Kunst, diese Vergangenheit mit der neuen Einstellung zu verknüpfen, zu verbinden. Und es geht nicht hier darüber, dass man schweigt, dass man sich zurückzieht, dass dein Gegenüber darüber nicht sprechen möchte, sondern es sollte genau das Gegenteil gemacht werden und dadurch aus der Welt geschaffen werden, dass man miteinander kommuniziert, dass man darüber redet, dass alles auf den Tisch kommt, aber er oder sie will das hier irgendwie vereiteln, nicht das kommen zu lassen, ja. Es ist aber notwendig und das sieht dein Gegenüber, ja. Und erst dann kann man hier richtig loslegen. Aber er oder sie möchte hier richtig loslegen, möchte mit dir endlich von der Stelle wegkommen. Diesen Weg gehen, diese Reise mit dir beginnen. Und hier ist man erstmal zu Fuß unterwegs. Und wenn das hier endlich aus der Welt geschaffen worden ist, wenn das hier verarbeitet ist, verschwunden ist endlich, ja, dann ist der Weg frei. Weil ich habe das hier so wie ein Hindernis. Wie gesagt, sich dem Ganzen nicht stellen, nicht darüber reden, blockieren, sich wieder zurückziehen und vielleicht auch darauf hoffen, dass so Gras drüber wachsen wird. Und das ist hier problematisch. Das ist schwierig. So geht das nicht. Wie gesagt, deinem Gegenüber dämmert es so langsam, dass es so nicht geht. Und da muss was anders gemacht werden. Und dann kann es richtig losgehen mit euch beiden. Da ist der Aufbruch da. Ich habe generell so bei deinem Gegenüber so eine Aufbruchsstimmung momentan in Bezug auf dich. Ja, er oder sie möchte, dass sich da endlich was tut, dass da Bewegung reinkommt. Es kann sein, dass diese Bewegung nicht stattgefunden hat wegen ihm oder ihr. Ja, also du hast zum Beispiel überhaupt nichts damit zu tun. Du bist bereit, du möchtest es, du bist offen. Ja, und es kann auch sein, dass du ein bisschen wartest. Dein Gegenüber möchte das auch jetzt, dass diese Schritte einfach gegangen werden, die gegangen werden müssen hier. Und er oder sie hat hier aber so ein bisschen Bedenken, was ich so sehe, Bedenken, ob man nicht irgendwie so über das Ziel hinausschießen könnte, dass das Ganze, wenn man wirklich diese Schritte unternimmt, wenn man wirklich losgeht, wenn man loslegt, ja, volle Power, dass vielleicht das Ganze aus dem Ruder läuft. So habe ich das hier. Das sind so Bedenken. Ja, von deinem Gegenüber. Das wollte ich hier so ein bisschen ansprechen. Und was habe ich denn hier noch? Der Hierophant. Ja, dein Gegenüber möchte sich hier guten Rat holen von jemanden, möchte sich beraten lassen von jemanden in dieser ganzen Angelegenheit, weil er oder sie merkt, dass er so alleine nicht so richtig von der Stelle wegkommt, beziehungsweise wenn man wirklich hier durchpowert, dass man Fehler machen könnte. Und da ist irgendwie so ein Rat notwendig für dein Gegenüber. Man möchte sich beraten, man wird sich beraten, man wird sich besprechen mit anderen, weil der Hierophant zeigt auch, dass eine feste Partnerschaft hier angestrebt wird von deinem Gegenüber. Also dein Gegenüber wünscht sich jemanden an der Seite, der
auch ja, manchmal, ja, vielleicht sogar für immer bleibt, ja. Also so eine dauerhafte Freundin, einen dauerhaften Freund an der Seite und dass man sich auch hier so unterstützt. Ja, das ist so das Ziel. Das ist das höhere Ziel von deinem Gegenüber in Bezug auf eine Verbindung mit einem Menschen. Ja, aber dein Gegenüber steht sich sehr oft hier im Wege, weiß nicht so ganz, soll ich nicht? Sind das die richtigen Schritte? Wird das Ganze nicht irgendwie in eine falsche Richtung gehen? Diese Ängste kommen durch, dann blockiert man und Hilfe sollte man hier annehmen, ja. Also dein Gegenüber sollte sich halt beraten lassen, sollte sich aussprechen, besprechen in dieser Angelegenheit, sollte jemanden zu Rate ziehen, der irgendwie mehr Erfahrung hat oder vielleicht sogar älter ist. Das könnte auch so sein, ja. Oder einfach jemand, der schon zum Beispiel in einer festen Partnerschaft sich seit Jahrzehnten zum Beispiel befindet, ja, und weiß ganz genau, wie man so handeln sollte, was das Beste wäre in so einer Situation. Und also vielleicht nicht unbedingt der beste Kumpel, ja. Und kann sein, dass dein Gegenüber auf der Suche nach so jemanden ist. Das können natürlich aber auch irgendwelche Bücher sein oder vielleicht irgendetwas im Internet, ja, irgendwelche Seiten im Internet, die da so Hilfe anbieten in Liebesangelegenheiten, in partnerschaftlichen Angelegenheiten. Und das sehe ich hier, dass dein Gegenüber da Ausschau hält danach. Und vielleicht lässt er oder sie sich schon da irgendwie auf irgendeine Art und Weise beraten, ja? Aber dein Gegenüber möchte auf jeden Fall hier, was ich so sehe, doch eine feste Partnerschaft haben, ja? Das ist das Ziel hier, weil der Hierophant, der steht normalerweise auch für etwas Offizielles. Es könnte auch die Ehe sein, ja, so ein Versprechen aneinander abgeben, dass man füreinander da ist und füreinander ja auch in der Not einsteht und für den anderen da ist. Und das ist hier der Hierophant und ja, dein Gegenüber wünscht sich einfach jemanden an der Seite. Und diese Person, ja, zum Beispiel du, so, man sollte so in Liebe verbunden sein. Das ist der Wunsch. Das wird auch hier angesteuert. Wie steht dein Gegenüber jetzt zu dir? Die 7 der Schwerter, ja. Die 9 der Schwerter, okay, die Ängste. Und der König der Schwerter. Okay, also dein Gegenüber ist blockiert, was ich hier so sehe, ja, durch seine Gedanken. Ich habe hier in der unteren Reihe habe ich nur Schwerter und er oder sie ist hier der König der Schwerter. Das ist einfach zu stark momentan. Es geht um jetzt. Das sind keine Jahre, die ich hier sehe, sondern das ist so bis zu einem Monat, denke ich mal. Ja, das ist die Situation bis zu einem Monat. Und dein Gegenüber steckt in seinen eigenen Kopf fest, in seinen eigenen Gedanken. Ich habe hier das Gedankenkarussell, ich habe hier das Gedankengefängnis und man denkt und denkt und denkt und kommt da gar nicht mehr raus und man blockiert sich total selber. Die Situation scheint irgendwo auswegslos, aussichtslos. Man weiß nicht, was man tun soll. Das ist hier das Problem. Es fehlt an Action. Es fehlt an diesem Stab, ja, an diesen Stäben, diese Umsetzungskraft fehlt, sondern man zermartert sich das Gehirn, ja. Man denkt die ganze, also er oder sie denkt nur. Das sind hier nur Gedanken. Und verkopfter Mensch vielleicht sogar oder befindet sich momentan in dieser verkopften Lage, dass man überhaupt nicht mehr so handlungsfähig ist. Ich habe hier eine Person, die handlungsunfähig geworden ist. Das muss nicht unbedingt so gewesen sein, aber momentan ist es so. Und eher ausweichen, eher sich drücken,
Eher nicht zu dem Ganzen stehen, eher einem klärenden Gespräch aus dem Weg gehen. So habe ich die innere Einstellung, weil man Angst hat. Dein Gegenüber hat Angst. Vor sich selber auch. Vor seinen eigenen Gefühlen, vor seinen eigenen inneren Welten. Da wird sich momentan dem Ganzen nicht gestellt. Die Gefühle werden komplett an den Rand gedrängt. Wichtig ist das, was man direkt sieht. Ja, und ich habe hier auch sowas, so schlaflose Nächte. Es kann sein, dass es etwas mit eurer Verbindung zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass es einfach Probleme sind, die deinen Gegenüber komplett blockieren. Ich habe hier deinen Gegenüber einsam, Einsamkeit, in so einem Gedankenpalast ganz alleine, ja, und keiner kommt rein und es ist irgendwie so ganz kalt. Und traurig und Angst und Schrecken sind überall um dein Gegenüber herum in seinen Gedanken, ja? Und man dreht sich irgendwie im Kreis. Das könnte natürlich nicht unbedingt etwas mit eurer Verbindung zu tun haben. Das können äußere Einflüsse sein, äußere Faktoren. Vielleicht die momentane Lage, ja, so wie es so ist. Kann sein, dass das dein Gegenüber ziemlich mitgenommen hat, gedanklich. Man denkt die ganze Zeit an an diese negativen Ereignisse, die da irgendwo stattfinden, ja. Und man kommt da irgendwie nicht so raus. Und es hat so ein bisschen so Besitz ergriffen von deinem Gegenüber. Man beschäftigt sich nur noch mit diesen Schreckensnachrichten. Man ist total drin, man ist da eingetaucht, ja. Passiert manchmal und es wird ein bisschen dauern, bis man da wieder rauskommt, bis man merkt, Moment, aber bei mir im Leben, da, ich muss mich ja auch noch um mich kümmern, um meine Belange und ach ja, da ist ja noch jemand, für den habe ich Gefühle, ja? So habe ich hier die Lage. Also, es ist momentan für dein Gegenüber schwierig, aus diesen negativen Gedanken rauszukommen. Und wie gesagt, das kann auch mit dem Weltgeschehen etwas zu tun haben, weil ich habe hier nur Schwerter und das ist nur belastend und man macht sich einfach extrem viele Sorgen. Aber so wie ich das hier so sehe, also mit dem eigenen Leben, so richtig mit dem eigenen Leben hat das nicht so viel zu tun. Natürlich könnte sich das negativ auf das Leben dann irgendwann auswirken, ja, wenn. Aber momentan so, da, es geht deinem Gegenüber eigentlich ganz gut so, ja. Nur halt hier irgendwie diese, vielleicht sind es Nachrichten, kann sein, dass das einfach Nachrichten sind und dein Gegenüber ist da komplett eingetaucht und kann sich gar nicht mehr so auf die Liebe fokussieren momentan. Und wie gesagt, das habe ich so bis zu einem Monat, wird dein Gegenüber in diesen Angst und Schrecken leben. Obwohl das so direkt jetzt mit seinem Leben sehr wenig zu tun hatte. Man hat sich da irgendwo reingesteigert in irgendetwas, ja. Und es ist schwierig, da rauszukommen. Und deswegen hier auch irgendwie versuchen, so abzukapseln, abzugrenzen, habe ich auch für einige von euch, ja, dass das so momentan ist. Vielleicht deswegen meldet sich dein Gegenüber nicht. Vielleicht möchte er deswegen sich nicht mit dir treffen. Schieb das Ganze weg, ja? Aber ich lege noch eine Karte drauf. Ach so, ja, ich habe hier, wenn du nach Sternzeichen fragst, habe ich hier die Luft, ja? Luftelement. Ja, das Rad des Schicksals. Okay. Ganz zum Schluss das Rad des Schicksals.
Dein Gegenüber wird da rauskommen. Er oder sie wird einfach herausgezogen werden, einfach ausgespuckt werden, sozusagen aus diesem negativen Tal, aus diesem Strudel der negativen Gedanken, der Ereignisse. Ja, das Rad des Schicksals wird sich drehen und wird die Welt irgendwie verändern oder irgendetwas ins Leben von deinem Gegenüber bringen, wo dein Gegenüber einfach aufwachen wird und merken wird, Moment, also ich sollte aber auch noch leben und ich sollte fühlen und ich sollte auch vielleicht ein bisschen Spaß haben und ja, da ist ja noch jemand, ja, für den ich Gefühle habe. So habe ich das hier und dein Gegenüber kommt da raus und das ist so bis maximal einen Monat und dann wird dein Gegenüber auch endlich erkennen, dass das Leben einfach weitergeht, ja, und dass es nichts bringt, sich hier mit in diesem Negativstrudel die ganze Zeit zu befinden. Weil das nichts bringt. Für niemanden. Ja, also das Blatt wird sich wenden. Also die Einstellung von deinem Gegenüber wird sich verändern. Ja, die Verhaltensweisen werden sich verändern. Dein Gegenüber wird rauskommen aus dem Ganzen. Und anfangen, wieder das Leben zu leben, sage ich mal so. Ja, weil ich sehe hier auch jemanden, der aufgehört hat zu leben, so richtig zu leben. Ja. Sondern diese Person hier unten, also in dieser Reihe, sie existiert, aber sie lebt nicht. Und dein Gegenüber wird jetzt anfangen zu leben. Dann durch das Rad des Schicksals. Es könnte einfach ein plötzliches, überraschendes Ereignis sein. Es könnte einfach etwas sein, was dein Gegenüber spontan herausreißt. Ja, als würden sich die Augen öffnen auf einmal. Oder als würde so dieses Brett vom Kopf einfach abfallen, sowas. Und dann sieht man endlich, Moment, ja, die Sonne scheint, es ist alles gut. Könnte auch sowas sein. Also ein schicksalhaftes Ereignis bei deinem Gegenüber. Und dieses schicksalhafte Ereignis wird dein Gegenüber da rausreißen aus diesem negativen Tal der Gedanken, aus diesem negativen Gedankenpalast. Ja. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren. Du kannst natürlich ein Like geben, wenn du magst. Schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du möchtest. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.